Freunde, wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Herzlich willkommen zu Tag 12 vom Die Klemme Adventskalenders. Servus Christian. Servus. Schön, dass wir da sind. Schön, dass wir da sind. Ja, für die paar, die uns zuschauen, vielen Dank. Wegen euch machen wir das. Genau. Weil so ist das. So ist das. Weil wenn man Schmerzen empfindet, ist man im Leben. Wenn man Schmerzen empfindet, ist man im Leben. Das ist mein Leitspruch. Der wird auch so am Grabstein stehen. Und mir ist diese Ironie schon bewusst. Heute haben wir etwas für modulare Fans. Gibt es irgendwas? Nein, ich finde nur da unseren Dino lustig. Ach so, ja. Mach weiter. Etwas für modulare Fans. Es gibt ein Modular von Mold King. Nämlich ein französisches Restaurant. Meiner Meinung nach ein sehr, sehr schönes Set. Ist ein bisschen untergegangen. Vielleicht kam es nach dem großen Modular-Hype. Man weiß es nicht. Wir sind ein bisschen in der Rezession, was Modulars angeht. Aber dennoch verdient es ein bisschen eine Aufmerksamkeit. Und wir probieren es heute über den Preis. Vielleicht ist es auch zu grün. Ja, das kann ich natürlich verstehen. Also diese grüne Packung, du hast Austrianer. Ja, das ist natürlich ein Ding. Aber auch die Packung gibt es nicht so wirklich her. Wir haben hier wie viel? 3096. Ja, 3000 Teile gibt die Verpackung jetzt auch nicht so wirklich her. Das Ganze ist, wie schon gesagt, modular. Wir haben ganz oben ein bisschen ein Gemüsegarten mit so einem Fensterdach drüber, damit sich reinregnet, gescheit, aber halt offen. Ganz unten ein Bistro. Auch schön eingerichtet. Also da passiert ein bisschen was. Das ist durchaus okay. Durchaus lieb. Für das, dass es im Prinzip nur ein Stockwerk hat. Also der Erdgeschoss, ein Stockwerk und gleich ein Dachel, 3000 Teile. Ja. Das sind eigentlich sogar zwei Baseplates? Ja. Also zwei Baseplates nebeneinander, die man dann halt jeweils ein Stockwerk hochzieht. Zwar nicht eine Standard-Baseplate, sind eher kleinere. Sind definitiv kleinere. Achso, okay, gut. Aber ja, 2,16er wahrscheinlich. Ja. Aber immerhin, du machst uns da die Deko kaputt. So. Das Ganze gibt es standardmäßig bei mir und auch bei den Mitbewerbern. 140 ungefähr. 140. Bei mir kriegt ihr 35%. Da kostet das Ding nur mehr 90 Euro. Um 90 Euro ein Modular mit 3100 Teilen rund, das kann man schon machen. Das ist schon ganz okay. Selbst wenn man es auch als Ausschlachtset eigentlich dann perfekt. Ja, kann man natürlich auch so sehen, weil es sind nun mal Doppelgesteine, ist schon klar. Lightning-Modul ist dabei, ich meine, ja gut, okay, das ist jetzt nicht so wirklich der Bringer, ich weiß. Aber man kriegt für unter 100 Euro ein fettes Modular, wo man durchaus einen Spaß haben kann. Ja. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine frohe Weihnachtszeit.